In der heutigen Newsfolge geht es um: Wird auch der Frankreich Grand Prix verschoben? Ferrari startet mit dem 065 Evo 2 Motor. Formel 1 2020 Release Datum bekannt. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sagt, dass es keine öffentlichen Veranstaltungen bis Mitte Juli geben wird. Das hat er in einer TV-Ansprache erklärt. Damit ist eine Absage des Frankreich Grand Prix, der ursprünglich Ende Juni stattfinden sollte, so gut wie offiziell. Damit wäre der 9. Grand Prix verschoben, außer Monaco, welches abgesagt wurde. Mindestens bis zum 11. Mai gibt es einen Shutdown und danach sollen die Maßnahmen unter allgemeiner Schutzmaskenpflicht langsam gelockert werden. Frankreich steht aktuell bei etwa 15.000 Toten durch Corona. Wenn die Saison beginnt, wird Ferrari mit einem überarbeiteten 065 Evo 2 Motor an den Start gehen, der 20 PS mehr leistet. Der Motor, der bei den Testfahrten zum Einsatz kam, wird nicht mehr verwendet, sondern wird eine Weiterentwicklung sein. Teamchef Mattia Binotto sprach über den fehlenden Topspeed des SF1000, der wohl etwas mit der FIA-Untersuchung zu tun haben könnte. Laut Gerüchten zufolge soll der neue Motor den Verlust an Leistung, die bei den FIA-Untersuchungen aufgetreten sind, wieder ausgleichen. Der Motor muss nur noch die Prüfstandtests absolvieren, aber die Fabrik ist zurzeit geschlossen. Der erste Grand Prix für den neuen Motor könnte der 7. Juli in Österreich sein. Weiteren Gerüchten zufolge soll am Ferrari am heißen Kopf gearbeitet haben, der es erlaubt, einen höheren Druck in der Brennkammer zu gewährleisten. Ferrari wird wohl keine engere Nase wie Mercedes haben und auch was aerodynamische Änderungen angeht, wissen wir nichts darüber. Gestern Nachmittag hat Codemasters das Release-Datum zu F1 2020 bekannt gegeben. Am 10. Juli wird das Spiel für die Xbox One, PlayStation 4, PC und Google Stadia erscheinen. Es gibt drei unterschiedliche Editionen, die Michael Schumacher Deluxe Edition, die 70 Jahre Jubiläums Edition und eine limitierte F1 2020 Steelbook Edition. In der Edition des siebenfachen Weltmeisters sind diese vier Boliden vorhanden und beim Kauf dieser Edition kann man bereits ab dem 7. Juli das Spiel anspielen. Der Grund, weshalb der Name Schumacher im Spiel auftaucht, ist, dass Lewis Hamilton 2020 die Chance hat, das siebte Mal Formel 1 Weltmeister zu werden. Diesen Rekord hält der 51-Jährige bis heute noch. Darüber hinaus soll es einen neuen Spielmodus namens My Team geben. Hier kann man sein eigenes Team kreieren, von der Wahl des Teamkollegen über die Wahl der Sponsoren bis hin zur Wahl des Motorenlieferanten. Alle 22 Strecken und die Formel 2 sind natürlich auch wieder mit dabei. Splitscreen wird sein Comeback feiern und es gibt noch weitere exklusive Inhalte wie zum Beispiel Autolackierungen und weitere Möglichkeiten zur Fahreranpassung wie zum Beispiel eine Podiumspose. Die Spieler haben die Wahl zwischen einer vollständigen Saison mit 22 Rennen und kürzeren Möglichkeiten mit 10 bzw. 16 Rennen. Ob euer PC-System das Spiel schafft, könnt ihr in dieser Grafik sehen. Kommen wir zu Mikes Meinung. Gerüchten zufolge soll der Österreich Grand Prix am 5. Juli doch stattfinden, aber als Geisterrennen. Schade um den Frankreich Grand Prix, aber nachvollziehbar. Noch ist es nicht offiziell, aber die Absage wird wohl sehr zeitnah kommen. Für jeden Ferrari-Fan da draußen ist es eine erfreuliche Nachricht. Ich gehe mal davon aus, dass der Prüfstandtest bestanden wird. Das sind zwar erfreuliche Nachrichten zu F1 2020, aber warten wir erst einmal ab. Denn wir haben noch keine Gameplays, keine Infos zur Fahrphysik und so weiter und so fort gesehen. Ich werde mir auf jeden Fall die Michael Schumacher Deluxe Edition kaufen. Welche Edition wollt ihr euch holen? Schreibt es in die Kommentare oder stimmt oben rechts ab. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Malle Malte YouTube. Er schreibt: Klar Mike, ich gönn's dir. Du bist ja auch niemand, der Clickbait oder so betreibt, mach weiter so. Für alle, die nicht wissen, worum es geht. Ich habe beschlossen, meine Videos wieder zu monetarisieren und nein, nicht nur wegen dem Geld, sondern auch wegen dem Ranking der Videos. Außerdem verdiene ich mit YouTube sehr wenig Geld, weil es a. kein Gaming-Content ist, der besser ist als meiner und b. weil ich keine dreimal Werbung innerhalb der Videos schalte bei über 10 Minuten Videolänge. Wer es mir gönnt, macht den Adblocker aus, wer nicht, macht ihn an. Ganz einfache Geschichte. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video, ciao!